Guten Morgen und herzlich willkommen bei uns in Tübingen in der Mohlstraße 26 in der christlichen Gemeinde International Christian Church. Wir heißen euch alle herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal und wir wollen miteinander Gottesdienst feiern hier an diesem Ort, an diesem Sonntag. Heute ist der letzte Sonntag im März, auch der erste Tag in der Sommerzeit. Wir hoffen, dass ihr alle gut geschlafen habt heute Nacht und wir wollen jetzt am Morgen miteinander Gott loben und preisen. Wir wollen beginnen mit einem Gebet, Gott bitten um seinen Segen. Lasst uns miteinander beten. Herr himmlischer Vater, wir danken dir für alle guten Gaben, die von dir kommen, von oben, vom Vater des Lichts. Herr, wir loben und preisen dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, den du uns gegeben hast, Menschen, für uns zu leben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, für unsere Sünde gestorben bist im Kreuz, dass du begraben worden bist und dass du auch vom Tode auferstanden bist am ersten Tag der Woche. Deshalb sind wir heute hier, auch an diesem Tag, an diesem Ort, um dich zu loben, Vater, durch Jesus, deinen Sohn. Herr Jesus Christus, komm und sei mitten unter uns heute, auch hier in diesem Ort und überall auf der ganzen Welt, dass wir uns in deinem Namen versammelt sind, Herr. Du hast verheißen, dass du dabei bist mit deinem Geist. Segne du uns heute mit deinem Heiligen Geist. Lasst uns dich kennen, Jesus, lasst uns dir nachfolgen. Lasst uns dich in dieser Welt bezeugen, Jesus, wer du bist, bis du wiederkommst. Herr Jesus, segne du uns, wir loben dich und beten in deinem Namen. Amen. Nun lasst uns miteinander singen, Lieder zum Lobe Gottes und zum Lobe Gottes Sohn Jesus Christus. Schritt für Schritt singen wir zusammen. Thank you.
singen wir auch ein stilles Anbetungslied, ein ruhiges Anbetungslied. Still. Now, for a meditative worship song, the song Still. Psalm 91, verse 4. Now we'll be singing a song
Christ is enough. Du bist genug, Jesus Christus. Today are from the Gospel of Matthew, the first book of the New Testament.
And this week, we're looking at chapters 19 and 20, specifically chapter 20, verses 1 through 28. We're going to skip over chapter 18 and most of chapter 19. Last week we were in chapter 17, for those of you who follow us. And so today we're at the end of chapter 19, beginning of chapter 20. Wir wollen jetzt lesen, Matthäus Kapitel 19, das Ende, Vers 23 bis 30, und dann Kapitel 20, Vers 8 bis 28. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, ein Reicher wird nur schwer in die neue Welt Gottes kommen. Ich sage es nochmal: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Als die Jünger das hörten, waren sie entsetzt und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Darauf sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir gefolgt. Was haben wir davon? Jesus antwortete: Ich versichere euch, wenn Gott die Welt erneuert und der Menschensohn auf seinem Herrscherthron Platz nimmt, dann werdet auch ihr, die ihr mir gefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels Gericht halten. Wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird das alles hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige Leben. Aber viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Kapitel 20. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie bei dem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden, die für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn für einen Silberstück. Dann schickte er sie in den Weinberg. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen: Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten. Ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags um gegen 3 Uhr. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen: Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten: Weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er: Geht auch noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter: Ruf die Leute zusammen, bezahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt, aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da mürrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten: Dieser da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen: Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen. Und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss:
so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Da rief er einmal die 12 Jünger allein zu sich und sagte zu ihnen: Hört zu, wir gehen nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes an die führenden Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und ans Kreuz nageln. Doch am dritten Tag wird er vom Tode auferweckt werden. Damals ging die Mutter der beiden Söhne von Zebedäus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus hin und warf sich vor ihm nieder, weil sie ihm um etwas bitten wollte. Was möchtest du denn? Fragte Jesus. Sie sagte: Ordne doch an, dass meine beiden Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte zu den beiden Söhnen: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Das können wir, antworteten sie. Jesus erwiderte: Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich, aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat. Die anderen 10 Jünger hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Darum rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer unter euch groß sein will, soll eure Diener sein. Und wer an der ersten Stelle stehen will, soll euch Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Amen. Ersten, die Letzten und der Dienst Jesu. Du stehst lange an der Kasse, in einer Schlange. Du hast schon 15 Minuten gewartet, lang genug anzustehen. Doch kurz bevor du drankommst, springt eine junge Frau ganz außer Atem vor dir in der Schlange vorbei. Sie legt ihre 3 Waren schnell auf das Band an der Kasse, grinst dir nur zu und sagt: Bei mir sind nur ein paar Sachen. Ich habe es ja auch sehr eilig. Wie fühlst du dich? Denn du warst ja zuerst an der Reihe. Du hast schon lange gewartet. Diese junge Frau kommt von hinten plötzlich und überholt dich schnell an der Kasse. Geht das? Letzten werden die Ersten sein, die Ersten die Letzten sein, sagt uns Jesus in unserem Predigtext heute. Jesus sagt das: Wieso? Warum ist das? Warum ist das? Haben wir das schon in unserem Leben erfahren? Wie kann das sein? Jesus sagt nur, ist das so in Gottes neue Welt, im Reich Gottes, wenn wir an Jesus Christus glauben. In unserem Predigtext heute geht es um den Kontrast in Gottes Reich, wenn Gott sein Werk vollendet. Gottes Reich ist nämlich ganz anders als bei den Menschen, wenn die Menschen herrschen. Der Schluss, das Ergebnis Gottes Reiches ist anders, weil Gott anders ist als die Menschen. Jesus erklärt hier diesen Kontrast mit dem Gleichnis über Arbeiter in einem Weinberg. Alle bekommen am Ende, wenn ihr gut zugehört habt zu der Bibellesung, ihr habt gehört, alle bekommen am Ende denselben Lohn, egal ob sie früher oder später zu arbeiten begonnen haben. Manche von uns aber an dieser Stelle empfinden vielleicht dieses Gleichnis als unfair.
Wir sympathisieren eher mit den Arbeitern, die zuerst eingestellt wurden, die den ganzen Tag lang mit Mühe und Schweiß unter harten Bedingungen gearbeitet haben, die aber jedoch am Schluss nur das Gleiche bekommen haben, als jene, die erst nur eine Stunde vor dem Feierabend zu arbeiten begonnen haben. Ist etwa Gott unfair, den man hier als den Weinbergbesitzer versteht? Auf jeden Fall ist er fair, denn er hat ihnen bezahlt, was er mit ihnen vereinbart hatte. Nichts mehr, nichts weniger. Die ersten Arbeiter im Weinberg, die als die letzten bezahlt werden, erwarten anders. Nachdem sie die Großzügigkeit des Besitzers bei der Zahlung der anderen Arbeiter gesehen haben. Sie denken vielleicht, 10 Silberstücke zu verdienen, dabei zu verdienen. Doch das kommt nicht. Sie schimpfen sogar über die Ungerechtigkeit, die sie dabei empfinden. Sie meinen, sie hätten etwas mehr verdient als das, was sie als Lohn bekommen. Sie rechnen schon in ihren Gedanken die Güte und Gnade des Weinbergbesitzers als ihren Verdienst. Wenn er andere so gütig und großzügig war, dann haben wir auch etwas mehr verdient. Seine Gnade und seine Güte haben wir auch verdient. Manche Leute denken so über das Leben, dass sie vielleicht irgendwie ja gute Gesundheit, einen guten Job, eine tolle Familie, einen spannenden Urlaub, viele schöne Dinge und so weiter verdienen, weil sie schließlich dafür gearbeitet haben und sie keine schlechten Leute sind, die jemals irgendjemand getötet haben. Aber darin liegt ihr Fehler, wie die früheren Arbeiter am Weinberg, denn sie haben nur ein Silberstück für einen Tag Arbeit im Weinberg verdient. Dass der Besitzer ihnen am Feierabend nach der Arbeit richtig nach dem Gesetz Gottes bezahlte, nach dem, was er mit ihnen vereinbart wurde, das war schon fair genug. Es gab nämlich reiche Besitzer, die ihre Arbeiter betrugen, die entweder gar nichts oder viel weniger für die Arbeit bezahlt hatten, als vereinbart wurde. Die Klage der ersten Arbeiter hält nicht Stich. Von den anderen Arbeitern im Gleichnis hören wir aber auch keine Klage. Sie alle wären den ganzen Tag sonst nur arbeitslos herumgestanden, weil keiner sie eingestellt hatte. Doch das Angebot zur Arbeit ist plötzlich da. Sie fragen nicht nach, ob die Arbeit gut oder schlechte Arbeit ist, nicht einmal auch nach dem Lohn, ob oder was sie dafür bekommen. Der Weinbergbesitzer sagt nur, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten. Ich will euch angemessen bezahlen. Und zu den Letzten, die um 5 Uhr, also um 17 Uhr, kurz vor Feierabend begonnen hatten, hat er ja ihnen das gar nicht gesagt. Nur sagte er ihnen, geht ihr auch nur hin und arbeitet in meinem Weinberg, anstatt den ganzen Tag lang nichts zu tun. Vom Lohn her ist absolut keine Rede. Vielleicht arbeiten diese Letzten umsonst. Vielleicht denken sie nur, sie bekommen dabei eine Chance in Zukunft, morgen oder noch einmal zu arbeiten. Doch die Arbeit ist nur für einen einzigen Tag. Das Leben ist auch so, wie dieser eine einzige Tag Arbeit. Es ist alles, was wir haben. Und die Frage ist, wurden wir gerufen zu arbeiten und an das wahre Leben im Reich Gottes, daran zu glauben und teilzunehmen, was zu Jesus, dem Weinbauer, gegeben worden ist, oder nicht? Auch wenn das Leben lang und hart ist, ist der Lohn und die Belohnung dafür gleich.
als ob es kurz und schnell vorbei wäre oder lang geht und hart ist. Wissen wir überhaupt, was dieser Lohn für das Leben ist, was diese Belohnung für das Reich Gottes ist? Nun, was will Jesus hier seinen Jüngern in diesem Gleichnis lehren? Vor dem Gleichnis hat Jesus mit einem reichen jungen Mann gesprochen, der so gut und so nah am Reich Gottes dran ist. Doch er will nicht hineingehen, weil er seinen Besitz und sein Reichtum mehr liebt, als Jesus nachzufolgen. Und einer seiner Jünger fragt Jesus danach, wer kann überhaupt noch gerettet werden, wenn dieser reiche Mann nicht, wer denn sonst? Jesus antwortet darauf, Menschen können das nicht machen, aber für Gott ist nichts möglich. Menschen schaffen das nicht, weder im Leben noch im Reich Gottes, aus ihrem eigenen Verdienst, sich selbst vor Gott zu retten. Gott allein gibt Rettung durch seine Gnade. Wir müssen sie auch nur im Vertrauen annehmen. Und an dieser Stelle erinnerte Petrus Jesus daran, dass er und alle anderen 12 Jünger alles verlassen hatten, um ihm und Jesus nachzufolgen. Geschäfte, Familie, Geld, Besitz, Karriere, Angebote. Was haben wir dann davon? Was haben wir nun davon, fragt Petrus, wenn wir alles wegen dir, Jesus, aufgegeben haben, um dir nachzufolgen? Das klingt ein bisschen wie die ersten früheren Arbeiter im Gleichnis, nicht wahr? Jesus sagte danach, dass die Nachfolge seiner Jünger ganz gewiss belohnt wird, ganz reichlich sogar, auch wenn man vieles im Leben für Jesus und vieles für den Glauben an ihn auch aufgeben muss. Aber haben die Jünger Jesu es wirklich begriffen, was es bedeutet, dass die Letzten die Ersten werden, dass die Ersten die Letzten werden? Noch nicht vielleicht, denn sie konnten ja deshalb noch immer noch stolz darüber werden, dass sie so vieles aufgegeben haben, dass sie künftig in Gottes Reich Positionen innehaben würden. Sie könnten schon jetzt überheblich werden und arrogant werden gegenüber anderen, die später zu Jesus gekommen sind, die weniger haben oder deshalb aufgeben müssen, um zu Jesus zu kommen, um ihm zu folgen. Auch wenn sie schon alles aufgegeben haben, um Jesus zu folgen, konnten sie dabei nicht missverstehen, ganz missverstehen, worum es im Reich Gottes überhaupt geht. Nicht um unseren eigenen Verdienst oder Position, um den Platz an der Reihe oder um den Rang, sondern um die persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Nichtsdestotrotz, keine Arbeit für Jesus Christus bleibt von ihm unbelohnt. Jesus sagt einmal, wer auch ein Becher Wasser jemandem schenkt, in meinem Namen, er wird nicht unbelohnt bleiben. Er wird ganz gewiss dafür belohnt werden. Er wird ganz gewiss dafür belohnt werden. Dieser Verdienst, auch um ein Glas Wasser gegeben für Jesus. Dennoch sollten Jesu Jünger auch keine selbstgerechte Schlüsse daraus ziehen, weil sie viel und lang für Jesus gearbeitet haben. Würden sie mehr als andere deswegen bekommen? Im Gegenteil, heißt es, viele, die jetzt vorne sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Jesus beginnt hier mit den Ersten, die stolz sind, am Ende von Kapitel 19 bei Matthäus. Und nachdem er das Gleichnis über diesen Weinbergarbeiter erzählt hat, das schließt er auf. So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Geistlicher Stolz entsteht,
wenn wir Gottes Beziehung zu uns falsch verstanden haben oder wenn wir uns selbst falsch einschätzen und beginnen, uns mit anderen Christen hier oder dort zu vergleichen. Arbeit in Gottes Weinberg für Jesus Christus ist keine Sache, die man quantitativ messen kann. So viel gegen so viel. Wenn wir dieses Gleichnis noch ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir einiges fest. Der Herr dieses Weinberges geht ganz früh los, um Arbeiter für seinen Weinberg zu finden. Er schickt dabei keinen Verwalter hin, sondern er geht selbst hin und ruft und wirbt um die Arbeiter. Es gibt nämlich viel Arbeit zu tun. Und die Arbeit muss jetzt, heute, dringend gemacht werden. Einige von euch, die etwas erfahren mit Obst- oder Gemüsebau oder mit Weintrauben habt, wissen, dass die Zeit der Ernte kritisch ist. Immer im Herbst, immer so im August, September, Oktober. Die Zeit um die Ernte ist kritisch. Und wenn man nicht schnell genug handelt und nicht hart genug an bestimmten Tagen arbeitet, dann, wenn die Ernte reif ist, dann kann vieles von dieser Ernte verloren gehen. Deshalb braucht der Weinbergbesitzer rechtzeitig viele Arbeiter. Ein chinesisches Sprichwort heißt, je mehr die Zahl der Arbeiter, desto leichter ist die Last der Arbeit. Die Chinesen wissen es, die haben die große chinesische Bauer auch gearbeitet und hergerichtet. Man kann also immer nur mehr Arbeiter brauchen. Gott braucht mehr Mitarbeiter in seinem Reich. Jeder Christ ist dazu berufen. Jesus sagt einmal, hier ist eine reiche Ernte zu bringen. Es gibt viel Not unter den Menschen. Es gibt viele Menschen, die brauchen, was nur Jesus Christus ihnen geben kann. Aber es gibt nicht genügend Mitarbeiter. Bittet den Herrn, denn diese Ernte gehört, dass er die Arbeiter schickt, um sie einzubringen. Der Weinberg, der geerntet werden soll, ist die Welt. Gott selber kommt zu uns in Jesus Christus. Gott selber sucht auf dem Marktplatz unseres beschäftigten Lebens uns auf. Und Gott selbst ruft uns zu, kommt, dient mir, arbeitet für mich. Arbeitet für mich, lebt euer Leben ab jetzt ganz für mich. Und er verspricht uns ewiges Leben mit ihm, den gleichen Lohn wie für alle anderen, die er ruft, nicht weniger. Dennoch gibt es mehr Platz im Reich Gottes, mehr Platz in Gottes Weinberg für andere Mitarbeiter. Deshalb geht er immer wieder später hin und ruft nochmals Menschen zu sich. Er braucht mehr Mitarbeiter. In diesen Fällen im Gleichnis gehen die neuen Mitarbeiter immer gleich später zur Arbeit im Weinberg hin, weil erst keiner sie bis jetzt dazu eingeladen hat. Es gibt sogar Menschen hier heute in unserer Stadt Tübingen, niemals in ihrem Leben dazu eingeladen worden sind, Jesus Christus als ihren Herrn und Retter im Glauben anzunehmen. Vor einiger Zeit las ich in einer Zeitschrift von einem Türken, der über 10 Jahre in Deutschland lebte. Doch keiner hatte ihn jemals in diesen 10 Jahren, wo er in Deutschland lebte, jemals über Jesus Christus gesprochen, bis er einmal die Gelegenheit hatte, den Jesus-Film in Türkisch anzuschauen. Und bald danach, nachdem er diesen Film geschaut hatte, wurde er Christ und sagte, wie viele Jahre Zeit in meinem Leben habe ich verloren, wenn ich jetzt nur früher von Jesus gewusst hätte, wenn ich nur früher an Jesus geglaubt hätte. Vielleicht gibt es jetzt mehr Menschen, die aufgrund der Coronavirus-Krise eher bereit und offen sind, die Botschaft von Jesus Christus zu hören und in seinen Weinberg, das Reich Gottes, gerufen zu werden. Jesus ist damals zu den Sündern und Zöllnern gegangen, Leute, die viel Zeit in ihrem Leben woanders verbracht haben, bevor Jesus sie zu sich berufen hatte.
Sie wissen vorher nichts von Jesu, von Gott, Jesu Weinberg. Aber keiner hatte sie dazu bis jetzt eingeladen. Verspätet werden sie in Gottes Weinberg hingeschickt. Sie verlassen sich ganz auf den Weinbergbesitzer, den Herrn, wenn er ihnen ihren Lohn gibt. Am Abend kommt doch die Belohnung mit einigen Überraschungen in diesem Gleichnis. Zuerst kriegen die Letzten ihr Geld. Die Ersten aber hätten es gesehen und gemerkt, wie großzügig der Herr ist, wenn sie zuerst ihren Lohn bekommen hätten. Sie hätten dann nichts dagegen einwenden können, dass die Letzten zu viel für ihre Stunden Arbeit bekommen haben. Und die anderen können auch nicht viel sagen, weil ihr Lohn nicht vorher vereinbart war. Sie vertrauen alle dem Weinbergbesitzer, wie viel sie als Lohn bekommen. Die Ersten dagegen erwarteten viel mehr, als sie vereinbart. Sie schimpfen, als wenn man ihnen Unrecht getan hätte. Im ersten Augenblick scheint es wirklich so zu sein. Doch hierin liegen sie auch falsch. Dennoch hatten man ausdrücklich vereinbart, den ganzen Tag zu arbeiten für ein Silberstück. Sie schrien, Unrecht, Unrecht, doch sie haben nur ihr gutes Recht die ganze Zeit bekommen. Die späteren Arbeiter dagegen, die nichts vereinbart hatten, vertrauten nur dem Besitzer. Weil wie sie ihm vertraut haben, so haben sie bekommen, doch nicht, weil sie einen Anspruch auf ihr Recht hatten. Der Besitzer sagte jeder Arbeiter, die in der letzten Stunde zu Weinberg kamen, ich will nur einmal ihnen genauso viel geben wie den Ersten. Es war also seine Güte, seine Großzügigkeit, seine Gnade. Er konnte ihnen nichts weniger geben, der später auf den Ruf hin in die Weinberg gekommen waren, die ihm nur vertrauten, statt zu fragen, was sie für ihre Arbeit verdienen mussten. Ihren Lohn bekamen sie nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade. Darum geht es im christlichen Glauben. Der Apostel Paulus schreibt uns in Römerbrief Kapitel 4, Vers 4, ein Arbeiter bekommt seinen Lohn nicht als Geschenk, sondern er hat aufgrund seiner Leistung einen Anspruch darauf. Aber vor Gott ist es anders. Wer keine Leistung vorzuweisen hat, aber dem vertraut, der den Schuldigen freispricht, findet durch sein Vertrauen bei Gott Anerkennung. Unser Lohn, ewiges Leben, das wir bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist ein Geschenk Gottes, nicht unser Verdienst. Tatsächlich erklärt uns später im Römerbrief Apostel Paulus, Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, unser Lohn, den wir für Menschen, für dieses Leben bekommen, als Sünder gegen Gottes Heiligkeit und Vollkommenheit, unser Lohn ist der Tod. Aber die freie Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Ersten, die früheren Arbeiter, wissen noch nichts von dieser Gnade, von diesem kostenlosen Geschenk. Sie verstehen nicht, dass es wirklich nur eine Sache des Besitzers war, das, was er mit seinem Eigentum machte. Anstatt sich darüber zu freuen, wie gütig er war, waren sie neidisch. Jesus sagte, viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Nun, zu welcher Gruppe gehören wir heute? Es geht hier nicht darum, wie lange wir schon als Christen waren, ob wir schon vieles im Weinberg des Herrn für Christus gearbeitet haben oder weniger, ob wir neu oder zum ersten Mal an Jesus glauben und für Gott leben wollen. Es geht darum, ob wir gerade jetzt im Vertrauen auf den Herrn leben, ob wir gerade jetzt aus seiner Gnade in persönlicher Beziehung mit Jesus leben oder nicht. Gott selber verfügt über seine Gnade und Güte. Er ist und bleibt der Herr.
Für ihn ist es aber, gibt es aber noch Plätze in seinem Weinberg, in seinem Reich zu arbeiten. In Jesus Christus werden alle Menschen von ihm eingeladen, mitzuarbeiten. Egal, ob sie schon lange dabei sind oder erst jetzt dazu kommen. Der Herr bittet uns und der Herr bittet viele anderen auch. Kommt jetzt, auch wenn die Stunde spät ist. Doch wenn du vieles in deinem Leben schon verpasst hast, er verspricht uns einen gerechten Lohn dafür und er gibt uns viel mehr, als wir verdient haben, dass wir an Jesus Christus glauben und für ihn leben. Gott, unser Vater, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, zahlt aber nicht bloß einen Lohn gegen unseren Glauben. Er gibt uns dabei aus seinem Güte und aus seinem Reichtum. Wenn Gott uns gute Gaben schenkt, dann ist es nicht selbstverständlich. Wir können nicht denken, wir hätten darauf sogar einen Anspruch. Was sagten wir vorher über das Verdienst von allen guten Dingen im Leben? Was sagten wir vorher, dass Menschen gedacht haben, sie haben das alles gearbeitet und verdient? Nein, nein, nicht so. Es ist alles nur Geschenke. Zwei Brüder, Jakobus und Johannes, sind vorher die größten und erfolgreichsten Fischer in der Gegend. Hinter diesen erfolgreichen Brüdern aber steht Salome, eine Powerfrau, eine Mutter, die nur das Beste und das Feinste für ihren Söhnen auch gerade gut genug war. Wenn es heißt, ihre Söhne verlassen einfach den Familienbereich, also plötzlich eines Tages, um Jesus nachzufolgen, dann müsste auch etwas dafür geben. Eine Belohnung, eine Gegenleistung, einen Segen, etwas Höheres, was Erfolg bedeutet. Wenn Jesus einmal König wird, wenn er seine Regierung bildet, dann gibt es eine Belohnung für die Leute, die ihm nachgefolgt sind und alles verlassen hat. Zusammen mit Simon Petrus zählten Jakobus und Johannes zu Jesu ersten Jüngern. Sie sind die Ersten, die er zu sich gerufen hatte. Sie sind bei ihm alleine, bei der Auferweckung eines toten Mädchens. Sie sind mit ihm alleine auf dem Berg bei der kleinen Verklärung in Herrlichkeit, wo seine Kleidung und sein Ansehen verwandelt wurde. Das war die Predigt von letzter Woche. Sie werden bei ihm alleine im Garten Gethsemane sein, in der letzten Stunde der Versuchung. Sie, Jakobus und Johannes, wissen sicherlich mehr als die anderen Jünger, wie es dann mit Jesu Reich auf Erden weitergeht. Das Reich muss bald weiterkommen, denn sie nähern sich Jerusalem gerade zum Passafest. Dort reisen schon Hunderttausende von Pilgern zum nationalen Feiertag, die ideale Zeit für den Anbruch von Jesu Reich. Natürlich, Jesus redet natürlich damals mehrmals von Schwierigkeiten in der Zukunft. Aber es muss bald bekommen. Es muss bald beginnen. Und wir möchten möglichst ganz oben bei ihm sein, die besten Posten bekommen. Aus ihrer Sicht ist dies eine natürliche Folge ihrer Jüngerschaft, ihrer Nachfolge. Sie haben die höheren Posten. Sie haben Besseres verdient. Sie halten sich für qualifiziert genug, loyal genug, motiviert und ehrgeizig genug, alles richtig für den Erfolg, für leitende Positionen in der Welt draußen. Aber nicht in Jesu Reich. Jesus lehnt aber zunächst einmal ihre Ambitionen und ihre Eifer für sein Reich nicht ab. Er weist ihre Erwartungen, ihre Hoffnung auch für sein Königreich auch nicht zurück. Er sagt nicht, ihr sollt euch schämen, ihr Bescheuerten, mich um so etwas zu fragen, so etwas zu bitten, sondern er fragt sie einfach nur zuerst. Könnt ihr den Becher trinken, meinen Becher?
Das bedeutet, könnt ihr mein Schicksal, mein Ende auch tragen und teilen? Seid ihr bereit, dasselbe Ende zu nehmen wie ich? Den Becher trinken, das bedeutet ganz zu teilen, ganz teilzuhaben an das Schicksal Jesu. Verstehen Sie, was Sie bitten? In der Tat ist es auch so mit allen Jesu Jüngern und auch manchmal mit uns. Wenn wir bitten den Herrn um Sachen, um etwas, was wir nicht verstehen. Es ist es, als ob Jesus zu uns sagt, wenn ich dir diese Arbeitsstelle geben würde, dann wäre es für dich eine Katastrophe. Wenn ich dir jene zur Frau geben würde, hättest du es ganz schwierig in der Ehe. Würdest du dort wohnen, dann hättest du bald keinen Glauben mehr. Aber Herr, andere, wirklich alle andere, bitten dich um ganz größere Sachen. Warum kannst du mir nicht meinen kleinen Wunsch noch geben? So mögen wir manchmal denken. Ich habe auch so früher mal gedacht, der Herr würde sich nur den Kopf zu unseren Bitten schütteln und sagen, du verstehst noch nicht, was du bittest. Willst du mit mir, willst du wirklich an meiner Sache wirklich Anteil haben? Willst du wirklich ganz dabei bleiben und meine Sache auch wollen? Jakobus und Johannes denken, sie sind ganz dabei, sie sind ganz loyal, sie sind treu bis ans Ende. Wir können es, Jesus. Sie beschwören Jesus ihre Treue, ahnungslos doch von den Härten, die Jesus selbst und auch sie auch später treffen werden. Jesus stirbt alleine am Kreuz, ohne Jakobus, ohne Johannes, ohne Petrus und die anderen. Markus 15, Vers 40 erzählt, dass Salome, ihre Mutter, sogar bei Jesu Kreuzigung zwar dabei war, doch aber nur aus der Ferne. Nur aus der Ferne. Nach Johannes 19, Vers 26 war dieser Johannes Jesu Lieblingsjünger dabei, doch er war nicht am Kreuz. Nicht am Kreuz mit Jesus. Er schaute nur das Ganze nur zu. Die hohe Posten, die er anstrebte, erfüllte sich am Kreuz nicht so, wie er sich dachte. In der Tat bedeutete Nachfolge und Treue zu Jesus Leiden für Jesus, aber auch für Jakobus und Johannes. In der Apostelgeschichte 12, Vers 2 lesen wir, wie Jakobus der erste Apostel war, den märtyrischen Tod für Jesus zu leiden. Er wurde vom König Herodes enthauptet. Ihre Loyalität, ihr Glaube wurde aufs Äußerste getestet. Sie teilen Leiden mit Jesus ganz gewiss, ganz sicher in der Zukunft. Ihr Wunsch aber kann doch nicht von Jesus so erfüllt werden. Nur Gott selbst, der Vater, bestimmt es. Selbst der König Jesus, der Sohn Gottes, unterstellt sich schon dem Plan und Willen Gottes für sein Reich. Was bist du für einen König Jesus? Was ist dein Königtum? Was ist dein Reich? Was bedeutet es dann, in deiner Herrschaft eine hohe Position zu haben? Was ist dann mit Macht, Position, Autorität? Alles anderes als nun Jakobus, Johannes und die anderen Jünger Jesu meinen. Die anderen zehn Jünger Jesu erfahren es. Was ist ihre Reaktion darauf? Nur Neid und Ärger, großen Ärger sogar, Empörung darüber gibt es bei den anderen zehn Jüngern Jesu. So eine Unverschämtheit. Wir haben es auch verdient. Was macht ihr euch besser als wir zehn? Nur weil ihr irgendwie mit ihnen enger seid als wir? Wollt ihr auch über uns herrschen?
hat Jesus auch etwa seine Lieblingsjünger, seine Favoriten, die er über andere bevorzugt und deshalb ihnen höhere Positionen gibt? Jesus ruft alle 12 Jünger zusammen. Er muss sie einer der wichtigsten und schwersten Lektionen ihres Lebens erteilen. In der Welt geht es nämlich so zu. Um Macht und Position und Autorität, ums Höher und Besser sein, ums Höher zu denken und zu wissen, sich selber zu halten als anderen. Es geht um Ambitionen, um Streben, um Herrschsucht und Macht, um Missbrauch von Macht, um Neid. Und auch wenn Menschen ganz unten sind, vom sozialen Stand her oder vom wirtschaftlichen Stand her sind, wollen sie, denken sie, sie seien auch noch manchmal auf etwas Besseres als der gerade, der Kollege, der Kumpel, der gerade neben ihnen steht. Selbst Penner, selbst Bettler beneiden andere Penner und Bettler. Penner, wenn der andere etwas Gutes findet, was er nicht hat, soll es nicht bei euch sein? So soll es nicht bei euch sein, sagt Jesus. In Vers 43. Was die Welt für strebenswert oft sieht, Macht, Position, Prestige, Ruhm, Ansehen, Bestimmungsfähigkeit über anderen, Größe, gelten nicht in Gottes Reich, in Jesu Reich. Jesus dreht gerade die ganze Spitze um. Wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen Wer der Erste sein will, soll der Diener aller sein. Die ganze Ordnung der Welt mit Macht, Stellung, Position, Prestige und Autorität kippt Jesus dabei um. Von oben bis unten, ganz unten, die wahre Größe beginnt denn mit Dienen. Der Sklave, der Diener aller damals, war ganz unten in der Gesellschaft. Er war derjenige, der den anderen die Füße gewaschen hat. Wahre Größe ist es, wenn der Allergrößte zum Diener aller wird. GW, das ist nur Initialen, sage ich das, ist ein kritischer deutscher Journalist. Ich sage nicht seinen Namen. Aber vielleicht kennt einige von Ihnen, er ist schon lange bekannt in Deutschland als Journalist, berühmt damals durch seinen Bestseller vor 34 Jahren. Erzählte in diesem Bestseller von seinem Doppelleben damals. 1,5 Jahre lang hat er einmal als Journalist bei Nacht gearbeitet, aber mal als türkischer Gastarbeiter bei Tag. Ganz unten sozusagen in einer Fabrik gearbeitet, unter schlechten und schweren Arbeitsbedingungen geschafft. Dieser Journalist, er wollte die Gesellschaft damals vor 34, 35 Jahren lang hier in Deutschland so aufwecken, kritisch aufwecken zu den Problemen der Arbeiter damals in der Gesellschaft in Deutschland, der Gastarbeiter, und er wollte für bessere Arbeitsbedingungen für sie kämpfen. Dadurch ist dieser Journalist berühmt geworden. Er führte doch dabei aber ein Doppelleben. Also es war ein Stück weit unecht. Obwohl er am Ende nur einigen geholfen hat, ist er selber nicht für immer ganz unten geblieben. Jesus Christus ist auch ganz unten zu uns gekommen. Jesus ist länger hier gewesen, intensiver, härter, schmerzhafter als je ein deutscher Journalist es jemals auf Erden gelebt hat. Ganz unten ist er von ganz oben gekommen, von seiner Herrlichkeit, Macht, Autorität, von der höchsten Position hinten hinunter zu den niedrigsten. Er ist nicht auf Erden gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen, um uns zu dienen. Um sein Leben am Tod am Kreuz für uns zu geben, um uns von allem zu retten, was uns von Gott trennt, von unseren eigenen Sünden, viel Schlimmeres als irgendwelche schlechte Arbeitsbedingungen hier im modernen Deutschland.
Jesus, der die höchste Macht und Autorität im Universum hat, ist nicht auf Erden gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Er ist gekommen, sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Lösegeld bedeutet, ein Opfer zu sein durch den Freikauf für den Freikauf von Sklaven oder Gefangenen. Wir sind die Sünder und die Sklaven der Sünde, die für die Jesus mit seinem Leben das Opfer seines Lebens bezahlt hat und uns frei gekauft hat. Obwohl wir Sünder und Sklaven sind, sind wir es ihm dennoch wert, gedient zu werden. Als Lösegeld ist der Preis hoch, das Opfer ist groß, seine Wirkung ist kraftvoll und wirksam für alle, die an Jesu Opfer für ihren Sünden glauben. Macht, Position, Ambitionen, Herrlichkeit, Ehre, Ruhm sind alles andere im Reich Gottes, wo Jesus als Gottes König regiert. Denn der König ist kein böser Diktator, der nur um sich selbst kümmert, alles andere herrscht, dominiert, sich keinem unterwirft, der alles für sich nimmt, alles an sich rafft, der nur gedient werden will, der Menschensohn Jesus dient. Er gibt, er opfert sich selbst, nicht gerade für perfekte Menschen, sondern für versklavten, gefangenen, geketteten Menschen an ihren Sünden, auch für Menschen wie uns. Wie einem König, so seinem Volk, so lautet ein altes Sprichwort. Weil nun Jesus der König in Gottes Reich, der Menschensohn, so mit seiner Macht und Position und Autorität umgeht, so erwartet er auch von seiner Leute, dass sie auch so mit ihrem Streben nach Position und Macht und Ambitionen auch umgehen. Der Weg Jesu zum Kreuz führt ihn zu seinem höchsten Dienst für uns an unserer Stelle. Selbst während dieser Corona-Krise jetzt ist es heute an der Zeit, uns zu Jesus zuzuwenden, an ihn zu glauben, in sein Reich einzutreten und ihm mit seiner Arbeit zu dienen, um den Menschen zu dienen und sie alle in sein Reich des Glaubens zu rufen. Amen. Diese Stelle wollen wir auch ein Lied singen. Vom Himmel her kam ein Kind. The servant key. Yeah.
Paulus schreibt uns im Philipperbrief, Kapitel 2, folgende Worte. Habt Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war allen Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Rechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alles steht. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, alle auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Wie hat Jesus gelebt? Wie hat Jesus Menschen gedient? Wie hat Jesus uns gedient? Daran denken wir heute, wenn wir auch dieses Mahl nehmen, dieses Brot nehmen, diesen Kelch nehmen, Jesus für seine Jünger gegeben hat, damals beim letzten Passamahl vor seinem Tod. Jesus gab seinen Jüngern das Brot. Er dankte Gott dafür. Er brach es in Stücke, teilte es seinen Jüngern und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Jesus gibt uns sein Leben. Wenn wir hier kommen, jeden Sonntag, wenn wir dieses Brot brechen, wir verkündigen, dass Jesus für uns und unsere Sünden gestorben ist und dass wir auch bereit sind, auch Jesus und sein Leben und auch ihm nachzufolgen, in allen Dingen zu teilen, bis auch den Tod, so wie Jakobus und Johannes. Und Jesus bei dem letzten Abendmahl, als er da mit seinen Jüngern aß, gab er ihnen den letzten, den vierten Kelch. Und er teilte es unter seinen Jüngern, er trank daraus und teilte es unter seinen Jüngern aus und sagte, dies ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Schuld. Jesus bittet uns daran, durch das, was er hier uns gibt, dieses Brot, diesen Kelch, Jesus bittet uns, in sein Reich zu kommen, in seinen Weinberg zu kommen, mitzuarbeiten, Jesu Leben mitzunehmen als unser Leben. Das wollen wir auch heute tun, hier oder auch weltweit, wenn wir dieses Brot brechen und wir diesen Kelch trinken. Wir verkündigen, wir sagen, wir gehören zu Jesus, wir haben Jesu Ruf gehört, wir folgen ihm. Dienen, so wie er gedient hat. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich für diesen Dienst, den du uns gegeben hier hast, hier auch den Dienst durch Jesus Christus, deinen Sohn. Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Leib gegeben hast und dein Blut für uns vergossen hast am Kreuz. Und du hast uns gezeigt, Jesus, wie wir dienen sollen. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht herrschen dürfen, so wie die Welt herrscht, sondern wir lernen, Jesus, durch dich, Herr, einander zu dienen. Segne uns heute, lasst uns einander dienen, Jesus, so wie du uns heute gedient hast, auch wenn wir heute einander dienen. Segne und diene uns heute, Jesus, durch dieses Brot, durch diesen Kelch, in Jesu Namen.
Jedes Mal, wenn wir von diesem Brot brechen und diesen Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn Jesus Christus für unsere Schulden, Sünden, bis Jesus wiederkommt. Amen. Wir wollen auch miteinander beten, auch in eine Gebetsgemeinschaft. Und wir wollen auch diese Gebetsgemeinschaft beginnen mit dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, das Vaterunser-Gebet. Wir wollen jetzt dazu beten, gemeinsam beten. If you know the Lord's Prayer in your language or languages, we'd like to now begin our time of prayer, our prayer fellowship, with the prayer that Jesus taught his disciples to pray. It's called the Lord's Prayer in English. Maybe you know it in English or your own language, some other language that's your native language, or maybe you know it in German. Wir wollen beginnen unsere Gebetsgemeinschaft mit dem Vater unser Gebet. Ich glaube, ihr habt es alle jetzt vor der Kamera. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir miteinander beten. Auch wir geben euch einige Anliegen. Wir beten noch weiter auch für die Menschen, die Corona infiziert sind, für diese Coronavirus-Krise, die wir alle jetzt leben und auch miterleiden. Aber besonders beten wir auch für die Corona-infizierten Menschen, die auch es ganz schwer haben, vielleicht sogar in der Klinik hier in Tübingen sind oder weltweit in Kliniken sind, überfüllten Kliniken. Beten wir für Gottes Erbarmen. Wir beten auch für die Ärzte, auch für die Pfleger. Wir haben einige Bekannten hier von der Gemeinde, die auch in medizinischen Tätigkeiten arbeiten, in Kliniken, Krankenhäusern. Wir beten auch für sie, nicht nur hier in Tübingen, sondern auch anderswo in Deutschland, auch weltweit. Einer ist dafür ein Herz-Lunge-Spezialist in England. Wir wollen auch beten für ihn besonders. Wir wollen auch beten für Leute, die jetzt finanzielle Schwierigkeiten haben oder Visa, also Genehmigung, Erlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, Genehmigungen, Schwierigkeiten haben in dieser Zeit wegen Corona-Krise. Wir wollen auch denken an die Krebspatienten. Wir haben einiges im Gottesdienst schon vor ein paar Wochen erwähnt. Wir wollen weiter an sie denken, für sie, für ihre Genesung, für ihre Gesundheit auch beten und bitten. Auch für einige, die Hirnchirurgie hatten. People that have cancer patients and also had brain surgeries and are recovering from various surgeries. We also know some people who are pregnant as well, and we pray for their health during this time of the coronavirus. Wir beten auch einige für einige, die schwanger sind in dieser Zeit und auch in ein paar Monaten erst gebären sollen. Wir beten für ihre Gesundheit. Let's pray for all those who are infected with the coronavirus, both here in Tübingen as well as all over Germany, worldwide, in many different countries now, here or in Europe and also in the U.S. especially. Pray for those who are affected, the doctors, the nurses, the medical personnel, truck drivers, also people here at Leven next door who work day and night, also constantly to serve and service us, all of us, to make sure that we have enough food to eat. Let us pray for all of those people. Also for our classmates, family, and friends who need faith in Jesus Christ, that
this time of the coronavirus will be a time when they will open their hearts to get to know more about Jesus. Einige von unseren Freunden, Familienangehörigen, Kommilitonen, wir bitten, dass der Herr ihre Herzen aufmacht, dass sie auch mehr über den Glauben, über das Wort von Jesus hören. Wir beten auch für einige, die Prüfungen haben. Wir beten auch für unsere weltweit für unsere Missionare in Afrika, in Kenia, auch auf der Insel bei Afrika, in Berlin, auch 7 Missionare in Armenien, Bosnien, Italien, Indonesien und andere Länder, auch Tschad. Wir beten einige für einige Leute, die wir kennen, die Missionare sind, die hier schon in Tübingen bei uns in der Gemeinde präsentiert haben. Let us pray for our missionaries worldwide, for missionaries that presented their work here, missionaries going to Chad, also missionaries in Italy and Indonesia, and Bosnia, and Armenia, missionaries here in Tübingen among international students, missionaries in Mozambique, Africa, also missionaries in Kenya, missionaries on an island off the coast of Africa, and also in Berlin. And let us pray for all of our missionaries, their safety, their health, and their work, that they will see fruit in their work. Dass die Missionare auf Früchte ihrer Arbeit dort sehen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen durch ihre Arbeit. Lasst uns nicht vergessen, schließlich verfolgen Christen weltweit, die in Jesu Namen willen verfolgt werden, auch in Wuhan, in China, in Ägypten, besonders in Nordkorea. Auch Menschen werden in Nordkorea auch durch das Coronavirus auch betroffen. Beten wir für unsere Mitchristen da in Eritrea, Jemen, im Iran, besonders in Pakistan, Norden, Nigeria, Algeria, in Burkina Faso, besonders in Bhutan, in Irak, in Afghanistan, Kambodscha, Nepal, Türkei und Thailand. Please pray for all of these countries where Christian believers are persecuted for their faith. It seems like right now we are under lockdown. We feel like we're being persecuted for our faith, but they have it much worse. Let us continue to pray for Christians in China, in Egypt, in India, North Korea, especially Eritrea, Yemen, in Iran, in Pakistan, Northern Nigeria, Algeria, Burkina Faso, Bhutan, Iraq, Afghanistan, Cambodia, Nepal, Turkey, and Thailand. Let us pray for all of our governments, the Regierung hier, die Staaten von Baden-Württemberg, auch von Deutschland, auch von den USA, auch von Großbritannien, viele Länder, unsere Länder, Japan, auch asiatische Länder, Gottes Weisung und Gottes für die Menschen, die Machthaber, dass der Herr sie lenkt und führt in diese Krise. Lasst uns eine Zeit der Stille für einige Sekunden lang beten und dann schließe ich unsere Gebetsrunde mit meinen Gebeten ab. Wir wollen jetzt beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gedient hast, dass du Mensch geworden bist und uns auf Erden gedient hast, durch dein Leben, durch deinen Tod für unser Kreuz, durch deine Auferstehung, durch die Botschaft, die du uns auch anvertraut hast, dass wir anderen Jesus in deinem Namen dienen dürfen. Wir bitten dich jetzt um die in diese Corona-Krise, um deine Barmherzigkeit, um dein Erbarmen über uns alle, besonders über die Erkrankten, Herr, über die Infizierten hier in Tübingen, viele, aber auch weltweit, in Deutschland, europaweit. Wir bitten dich, Herr, um dein Erbarmen für die Kranken mit dem Coronavirus. Wir bitten dich, Herr, dass sie alle gesund werden. Wir bitten dich um Erholung, um Genesung. Herr, wir bitten dich um alle, die ihnen dienen wollen, ihnen helfen wollen, auch die Pfleger, auch die Krankenschwestern, die Ärzte, Herr,
in verschiedenen Krankenhäusern und Kliniken. Wir bitten dich, Herr, hab du Erbarmen, bewahre du das Personal vor Erkrankung, Herr. Bitte segne du sie, schenk ihnen, Herr, Weisheit und Weisung, wie die richtige Behandlung ist, dass die Kranken auch gesund werden. Wir bitten dich, Herr, dass du auch dieses Virus vertreibst, Herr, dass es wieder verschwindet, Herr, dass alle hier wieder gesund werden. Aber wir bitten dich, Herr, dass wir uns ändern, dass wir uns geändert haben in dieser Zeit der Krise, dass wir bereit sind und offener sind, Jesus, für dich, für dein Wort, auch dafür, dass wir bereit sind, einander und Fremden auch zu dienen in deinem Namen. Herr Jesus, mache du uns so, wie du bist, so dienstbereit für dich in deinem Reich, in deinem Werk, Weinberg zu arbeiten. Es gibt so viele, die noch nicht dich kennen, Menschen in unseren Familienkreisen, Menschen in unseren Bekanntenkreisen, an der Uni, Kommilitonen, auch Mitstudenten, Herr, wir bitten dich, öffne ihre Herzen, Jesus, für dich, dass sie auch in dieser Krise und nach dieser Krise bereit sind, mit uns dein Wort zusammen zu hören. Herr Jesus, lade du die Menschen persönlich ein, dass wir sie nachher einladen können, auch hierher zu kommen, mit uns zusammen dich zu loben und zu feiern. Wir bitten dich, Herr, dass du auch allen hilfst, die Prüfungen haben in dieser Zeit, die sich auf Examen vorbereiten, dass sie sich nicht ablenken lassen durch diese schlimmen Ereignisse, sondern sich fokussieren und konzentrieren auf das, was sie lernen sollen. Hilf du ihnen mit ihren Examen. Wir bitten dich, Herr, auch um die Kranken, die krebskrank sind und auch die von Operationen genesen, auch Hirn-OPs und andere OPs Genesung jetzt haben. Wir bitten dich, Herr, um Heilung. Wir bitten dich um Gesundheit. Wir bitten dich um dein Wirken bei ihnen, Jesus, dass sie alle erkennen, dass du gewirkt hast und bei ihnen bist. Herr, wir bitten dich auch um unsere Missionare weltweit, die dein Wort auch hinaustragen, hier in Europa, in Bosnien, in Italien, hier in Deutschland, hier in Tübingen, auch in Berlin, Herr, auch in Afrika, in Mosambik, in Kenia, auch auf der Insel bei Mosambik, Herr, und auch in anderen Ländern, Herr. Wir bitten dich in Indonesien, Herr, wir bitten dich, Jesus Christus, um deine Hilfe, um deine Stärkung dieser Arbeit von den Missionaren. Bewahre du die Missionare vor Krankheit, Herr. Bewahre du die Missionare, die jetzt hinausgehen, nach Afrika, nach Tschad. Wir bitten dich, Herr, dass du ihre Wege bereitest, ihre Wege führst, ihre Schritte, Herr, leitest. Herr Jesus, wir bitten dich, letzte um unsere Mitgeschwister weltweit, die um deines Namens willen auch verfolgt werden, in Nordkorea, im Norden Nigerias, Herr, in Burkina Faso, Herr, in Pakistan, im Iran, in Indien, Herr, in China, in anderen Ländern Asiens, Herr, und Afrikas. Wir bitten dich, Jesus Christus, hab du Erbarmen mit unseren Mitchristen. Segne du sie, stärke sie im Glauben. Lass sie auch wissen, dass wir miteinander verbunden sind durch deinen Geist, durch Glauben an dich, Jesus Christus. Segne sie, bewahre sie, Herr. Lass sie ihren Glauben, unseren Glauben bezeugen, wer du bist. Herr Jesus, sei du bei uns in diesen neuen Wochen mit deiner Gnade, mit deinem Frieden. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen. Nun, wir wollen auch einige Ansagen haben, obwohl wir jetzt uns nicht physisch hier präsentieren in der Wohlstraße 26, wollen wir trotzdem einige Veranstaltungen haben, auch diese Woche und nächste Woche, so Gott will, wir leben nächste Woche am Sonntag, morgen live übertragen, Gottesdienst um 10.15 Uhr auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. God willing, we'll have next Sunday also our broadcast of the YouTube video. Now you can hear me a little bit better. At 10:15 on our YouTube channel, so stay tuned on YouTube for us.
Alle Bibelkreisen, Englisch, Deutsch, Chinesisch, müssen leider in dieser Krisenzeit ausfallen, wegen der staatlichen Anordnung. Aber wir hoffen, dass das bald wieder aufgehoben werden wird. Aber wir warten noch darauf. Mittwochsabends haben wir auch jetzt seit letzter Woche eine Andacht, 15 Minuten lang, 20 Uhr bis 20.15 Uhr, auch in YouTube zu sehen, auf demselben Kanal. Every Wednesday night, starting last Wednesday night, we are having a little Bible study, but a devotional thought, 15-minute devotional thought, live on YouTube, like here, YouTube, from 8 o'clock in the evening, 8 o'clock, 8 p.m. until 8:15 p.m., so stay tuned in English. It's in English, by the way. This is in English. These are Andacht, our YouTube video. On Wednesdays, it's in English, 15 minutes from 8 until 8:15. Wir beten auch jeden Tag um 14 Uhr bis 14.15 Uhr und dann am Abend 20.20 Uhr bis 20.35 Uhr, jeden Tag. Und wir wollen auch diese Woche etwas Neues probieren mit neuer Technik, nämlich gemeinsames Beten, dass wir interaktiv miteinander beten durch Zoom. Am Dienstagabend, 20 Uhr bis 20.35 Uhr, Entschuldigung, es beginnt am Dienstagabend und am Freitagabend nicht um 20.20 Uhr, sondern schon um 20 Uhr in Zoom, im Internet, durch Austausch der Gebetsanliegen zuerst, 20 Minuten, und Austausch allgemein. Und dann ab 20.20 Uhr, dann beginnen wir wirklich mit dem Beten zusammen, gemeinsames Beten, eine Viertelstunde, oder wenn es auch länger geht. Für technische Fragen fragt einfach Naomi telefonisch oder per E-Mail. Sie wird euch dann die Möglichkeiten oder die Informationen zum Zoom, wie man in Zoom durchs Internet reinkommt, einfach erklären. We would like to pray together also every day. We pray together every day from 2 o'clock in the afternoon, 2 p.m. until 2:15. It's only 15 minutes, not really long, but intense. So join us every day, 2 p.m. to 2:15 p.m. And also every evening from 8:20 p.m. until 8:35 p.m., 15 minutes again. We're going to try something new this week that we've never tried before. We're going to pray together through Zoom. Zoom is an app through the internet that allows us, kind of like Skype, to pray together, to see one another's faces, hear one another's voices. And so we're going to try to get together for prayer together through Zoom on Tuesday evening and also then on Friday evening, beginning at 8 o'clock, 8 p.m. in the evening. We'll exchange our prayer requests. We'll see one another. We'll wave at one another. And then at 8:20, we'll begin praying together. And we'll pray together as long as we can go, probably at least 15 or 20 minutes together. If you have some technical questions, please send Naomi an email or call her on the phone. She'll be able to answer your technical questions, how you can get up on Zoom together. We will also send you a link to this, I believe today or tomorrow. We'll send you a link to this through an email so that you can easily connect with Zoom this way. So we hope to see a lot of you on Tuesday evening or also on Friday evening through Zoom, and not just on Sunday mornings on YouTube. Wenn ihr noch einen Wunsch habt, auch einen Online-Bibelkreis zu haben, wir haben schon da ein bisschen experimentiert, wie das geht, und das ist schon auch möglich, dann meldet euch einfach bei mir telefonisch oder auch E-Mail, wenn ihr das auch wollt. If you have the wish to do Bible study with us during the week, also at our normal time, Sunday evening, or also Tuesday evening, that is a possibility through the internet, through, let's say, Zoom. If you would like to do that Bible study, then just contact me either by phone or email or Facebook, and we'll try to set that up, okay? Thank you. Wenn ihr auch Gott noch durch Spenden loben und danken möchtet, einige Leute möchten noch Gott loben und dienen durch Spenden, wenn ihr das auch machen möchtet, dann könnt ihr das auch durch Überweisung machen. Wenn ihr Kontoinformationen braucht, einfach uns fragen durch E-Mail oder telefonisch.
Wir geben das euch gerne mal durch. If you would like to praise God with an offering, we have a number of people who would like to serve God and serve the church, serve all of us through offerings. You would like to do that through tithes. You can do that via bank transfer. If you need any bank details, just contact Jim and Naomi. Just contact us. We'll be glad to send you those bank details. Okay. Das war es für den Ansagen, den Ankündigungen. Wir wollen jetzt Grüße sagen, hier aus Ländern, verschiedenen Ländern. Letzte Woche habe ich schon viele Grüße gesagt hier. Und jetzt sage ich Grüße von Leuten, die nach Tschad gehen, in die Mission, zurück in die Mission. Sie waren jetzt ein paar Monate hier, sie gehen zurück. Und sie beten auch, dass ihr Weg zurück nach Tschad wieder zurückgeht. Und wir sagen auch liebe, ganz liebe Grüße von einem Ehepaar mit kleinen Kindern, das früher in der Gemeinde war, jetzt aus München. We say greetings from a couple, young couple with some small children going to the African country of Chad as missionaries. They hope to leave very soon, but it's a little difficult right now, so please pray for them. And also a couple with small children in Munich. Says hello to all of you out there. Hello from almost Chad, and hello also from Munich here in Germany. If you have greetings to share with all the others, please send us a greeting. We will share it with the others on YouTube through the service or at the Wednesday night devotion or on Zoom, okay? Share us your greetings from near and far. We will be glad to share those greetings with the others. Wir wollen auch noch ein Schlusslied miteinander singen zum Schluss des Gottesdienstes. Das Lied heißt Dein Name. Your Name will be our closing song. Thank you.
26, Vers 6. Der Herr spricht: Ich will Frieden geben in eurem Land, dass ihr schlaft, euch niemand aufschrecke. Wort des Apostels Paulus, gegeben durch den Heiligen Geist, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. May the peace of God, which transcends all understanding, guard your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Hoffen und beten, dass wir uns bald wiedersehen, auch beim Gebet am Dienstagsabends oder auch Mittwochsabends die Andacht im YouTube oder Freitagabend durch Zoom-Gebet. Wiedersehen. Schönen Sonntag.